Ja, hallo, in dieser kleinen Übung heute wollen wir uns mal damit beschäftigen, wie wir Daten grafisch darstellen können. Ich habe hier die Liste der Ergebnisse der deutschen Bundestagswahl vom September 2009 und diese Daten wollen wir in einem Kreisdiagramm darstellen. Wenn man hier mit Prozenten arbeitet, dann drängt sich das förmlich auf, ein Kreis oder ein Tortendiagramm, wie man es auch nennen kann, anzulegen. Und Excel macht es uns ziemlich einfach, ein solches zu erstellen. Wir gehen hier hin und markieren uns die einzelnen Parteien und die Wahlergebnisse. Und dann haben wir hier den Reiter einfügen, den klicken wir an mit linker Maustaste. Und dann haben wir hier Schaltflächen für die Diagramme. Wir wollen ein Kreisdiagramm einfügen, klicken hierauf. Und ich möchte das hier mit einem 3D-Kreis machen. Dann klicken wir das an und Excel bietet uns hier automatisch das Diagramm an mit den entsprechenden Werten hier schon drin. Und jetzt können wir hier oben auch sehen, wenn dieses Diagramm eingefügt ist, dann zeigt er uns hier zusätzliche Möglichkeiten der Bearbeitung an. Wir sind hier in den Diagramm-Tools. Hier haben wir den Reiter Entwurf. Wir können hier das Layout verändern und können hier einzelne Daten formatieren. Wenn wir dieses Diagramm jetzt hier haben und uns in den Diagramm-Tools befinden, dann möchte ich hier das Layout noch ein bisschen verändern. Ich klicke das mal auf und ich möchte mir mal dieses Layout hier wählen. Klicke das mal an und dann sehen wir, dass wir hier automatisch die Datenreihenbezeichnungen, also die einzelnen Parteien, mit den dazugehörigen Wahlergebniswerten hier schon angezeigt bekommen. Ich gehe dann mal hier auf den Reiter Format. Ich möchte das jetzt noch ein bisschen formatieren. Wir können hier einzelne Werte anklicken und dann sehen wir, dass damit automatisch auch die anderen Datenwerte mit markiert werden. Und dann können wir in die Formatarten gehen für die Beschriftung. Und wenn wir hier mit der Maus rüberfahren, dann sehen wir, kriegen wir angezeigt eine Vorschau, wie das aussehen würde. Dann können wir uns für eine Vorlage entscheiden. Ich nehme mal jetzt die hier. Wenn wir hier wieder rauskommen wollen, dann klicken wir hier einfach irgendwo hinein, entweder hier im Tabellenblatt oder innerhalb des Diagramms. Die Aufgabe ist ja nun, wir möchten die einzelnen Segmente des Kreisdiagramms, also die Tortenstücke, wenn man so will, einfärben, wie wir das hier in der Liste zu stehen haben. Dazu klicken wir mit der linken Maustaste einmal auf dieses Kreisdiagramm und dann sehen wir, hier erscheinen dann solche Markierungspunkte. Hier ist also das gesamte Diagramm markiert und wenn wir jetzt uns so ein einzelnes Segment aussuchen wollen, dann klicken wir nochmal mit der linken Maustaste hinein und dann sehen wir, das ist jetzt nur für die CDU/CSU markiert und da wollen wir jetzt die richtige Farbe finden. Vorgegeben ist uns ja hier schwarz, markiert ist das und dann haben wir den Reiter Fülleffekt, den klicke ich an und auch wenn wir hier wieder mit dem Mauszeiger rüberfahren, sehen wir, ändert sich die Farbe. Ich gehe hier auf schwarz, klicke das an. Dann haben wir das für die CDU und CSU. Mit der linken Maustaste klicke ich jetzt das Segment der SPD an. Das soll rot gefärbt sein. Wir gehen wieder auf den Fülleffekt, nehmen uns die Standardfarbe rot. Die FDP soll gelb eingefärbt werden. Dann gehen wir auf gelb. Und das mache ich jetzt für die übrigen Parteien genauso. Und wenn wir dann das für alle Parteien gemacht haben, dann haben wir die kleine Aufgabe erfüllt, dass wir alle Datenpunkte aus der Liste hier mit den richtigen Farben formatiert haben. Okay.